So, hier haben wir nochmal an, hier haben wir mal dran. Das Wichtigste zuerst, ich fand, beim letzten Versuch hatte man so ein bisschen den Eindruck, als könnte das Triebwerk die Drehzahl zumindest für einige Zeit halten. Das war jetzt aber auch unter enormem Gasverbrauch und ich glaube nicht, dass man bei diesem Gasverbrauch das Triebwerk länger hätte laufen lassen können, weil man ja schon gesehen hat, wie die
Rotorschaufeln wirklich rot glühen und das ist dann einfach zu gefährlich. Ich vermute, dass das auch eher schon kritisch war. Wie haben wir das geschafft? Wir haben einen neuen Startermotor gekauft, der deutlich höhere Drehzahl erreichen kann. Ebenso haben wir hinten das Kugellager nochmal neu zusammengebaut. Das ist ja weiter ein Käfig los, um dann nochmal die Reibung zu minimieren. Und ansonsten haben wir das Triebwerk aber eigentlich so gelassen, wie es ist. Vorne das Gehäuse haben wir nochmal ein bisschen mit Teflonband abgedichtet. Vielleicht hat das auch nochmal ein bisschen geholfen, dass da weniger Leckageströme entstehen. Und ansonsten war es das aber eigentlich. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass das Manometer, also die Druckanzeige, eigentlich keine Druckänderung anzeigt. Ich habe da aber auch mal versucht reinzupusten und da sieht man auch, also wenn ich wirklich mit meinem ganzen Lungenvolumen versuche, da Druck bei diesem Manometer aufzubauen, sieht man, dass sich die Nadel kaum bewegt. Ich denke, da müssen wir einfach mal ein sensibleres Manometer bestellen und dann werde ich mir noch mal Gedanken machen, was man sonst vielleicht noch optimieren kann. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch Ideen habt, aber auch, ob ihr das Gefühl habt, dass das Triebwerk wirklich eigenständig gelaufen ist oder ob es mehr ein Auslaufen war vom Triebwerk. Da bin ich sehr gespannt.